So, hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft Mark. Und diese hier ist ein kleines Livestream-Update, weil ich ja gesagt habe, ich will die Folge nicht zu lange machen. Und bevor ich loslege, gleich nochmal eine Sache. Morgen wird kein Mark kommen, aus dem einen Grund, dass ich meine überzogene Zeit ausgleichen will und zum anderen Grund, weil ein anderes Video kommen wird. Also 13 Uhr wird auf jeden Fall trotzdem was Cooles kommen, wartet auf jeden Fall drauf. Und ja, die Folge wird heute auch noch ziemlich kurz mit dem Livestream-Update, aber es geht weiter mit Mark, keine Sorge, alles wird abgehen. Ja. Ich fange gleich mal an mit meinem Inventar, denn ihr seht hier schon Draconic Block, Charge Draconic Block und das hier ist alles für das Ritual der Ritual of Rebirth, wo man den Enderdrachen wiederbeleben kann. Und dazu habe ich mir auch nochmal ein paar Kampfsachen gemacht, nämlich zum einen mal die Sword of the Wyvern mit plus 40 Attack Damage, also Sharpness 10, weil die Verzauberungen doppelt zählen immer. Warte mal, ist es da? Ne, Quatsch, hier ist das. Ja, genau, das ist das. Hier sind sie Enchants doppelt, also Sharpness 5, so rum. Aufladen muss ich es halt noch ein bisschen weiter. Aber den Bow of the Wyvern haben wir jetzt auch gemacht natürlich. Also Sword of the Wyvern, Bow of the Wyvern. Damit ich ein bisschen kämpfen kann mit dem Enchanter hier unten. Da kann man einen Bucken Quill reintun und dann hier irgendwas anderes dazu. Und dann kann man sich da jedes Enchantment drauf machen, wo man Bock drauf hat. Das hier habe ich automatisiert, damit die Kühe hier die ganze XP sofort abgeben. Und ja, das ME-System hier oben habe ich geleert, denn ich habe ja gesagt im Stream, dass ich ziemlich viel mit dem ME-System machen will und dazu brauche ich halt den Platz und ich nehme hier direkt mal ein bisschen wieder was mit, schon mal auf dem Weg nach unten, denn wir haben unten ein bisschen was weitergemacht, wir haben auch einige Marks geschlachtet, weil es so hart geleckt hat. Bei der Smeltery habe ich an sich so noch nichts weitergemacht, das hier muss ich auch noch ausbauen, da werde ich dann das Glas mal reinmachen, das kann ich eigentlich jetzt schon, das mache ich in diesem Livestream-Update, in dem kleinen hier, würde ich mal behaupten, da kann ich mal hier das Glas direkt reinziehen. Kann man natürlich noch schöner machen, aber das ist halt so mal das Erste, wie ich es jetzt haben wollte, dass da mal überall dieses Glas drin ist, damit das mal so cool aussieht, damit man das sehen kann. Und ich denke, das hat schon die richtige Größe. Aber ich werde auf jeden Fall noch mehr Glas brauchen als das jetzt. Ich kann mir gleich nochmal einen Stack abholen, denke ich. Ich habe schon mal ein bisschen was in Reserve gemacht, weil ich das Glas sicher noch woanders auch verwenden werde. Weil es halt mit Abstand echt das Coolste ist, weil es halt clear ist. Also man, es sieht halt aus, als ob da nichts wäre. Und das ist halt das Coole dran. So, machen wir das schnell hier zu. Bevor ich das vergesse, denn das wollte ich unbedingt machen. So. Perfekt. Nice, dann haben wir das jetzt zu. Den Rest nehme ich jetzt wie gesagt mit nach unten mit. Warte mal, da habe ich jetzt hier noch Cold Dust drin, genau. Ja, dann hat man hier so einen super Blick drauf. Ich habe diesen Weg hier ausgebaut. Und zwar geht man einmal hier runter und dann hier um die Ecke. Und dann kommt man hier in einen Raum. Aber bevor ich euch den zeige, gehe ich hier hin. Denn wir haben hier den Energy Infuser gemacht. Dann tue ich gleich mal einen Draconian Block noch ran. Denn damit kann man die Charge Draconium Blocks machen, die braucht man später fürs Awakened Draconium. Das zeige ich euch dann auch noch, wie es geht, sobald ich soweit bin, dass ich es machen kann. Und hier haben wir den kleinen ME-Raum gemacht. Hier ist unser Festplattenzentrum. Da habe ich alle Platten reingetan, die von oben und alles mögliche. Oben ist nur noch eine, damit das oben alles flüssig läuft mit den Kühen und so weiter. Denn hier können wir mal die ganze Kohle und das alles reintun. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und hier haben wir jetzt eben diesen fetten ME-Speicher, wo absolut alles drin ist, was wir haben. Kann man ja auch mal sortieren, wenn man Bock drauf hat. Nach Number of Items, dann sieht man wieder unseren Reichtum. Und hier haben wir noch ein Security Terminal, weil ich habe mir noch ein Wireless-Teil gemacht, Dense ME Energy Cell. Und hier unten laufen Dense ME Cable lang, beziehungsweise ME Dense Cable heißen die. Und gehen halt da nach hinten und die verbinden alles. Und die Crystal Growth Accelerator haben wir jetzt auch, 5 Stück. Das Maximum, was man eigentlich so haben kann, denke ich. Und hier drüben geht es direkt rein, also der Raum hier ist perfekt. Fittet da hinüber, hier gehen auch die Kabel lang, hier haben wir noch ein Terminal. Und hier habe ich dieses Ding hier drinnen, genau. Station cannot be located. Was? Was ist denn da los? Ist jetzt linked? Wireless out of range? What? Okay, mit dem Ding habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das haben nur viele gesagt, ich soll das machen. Werde ich dann wohl nächstes Mal irgendwie machen. Ja gut, was wir hier haben, ist ein Ignis Extruder, der ganz viel Cobblestone macht. Hier habe ich alles mit diesen Kabeln ersetzt natürlich. Mit den Smart-Kabeln und den Dense-Kabeln. Das war halt so das Aufwendigste eigentlich schon fast. Ich habe eine Menge Draconium gemacht, damit ich es gerade noch nicht vergesse. Ich will mal gucken, wie viel das ist. Und zwar habe ich einfach nur ein bisschen was mit Fortune abgebaut und das hat sich echt gelohnt. Also haben mir viele von euch geschrieben, dass ich es machen soll. Hat sich halt echt gelohnt, werde ich auch öfter noch machen. Und da habe ich eben ein paar Draconium Blocks bekommen. Einen brauche ich ja noch. Den muss ich mir dann später für den Resurrection Stone noch aufheben. Und ja, dann hier hinten, das ist das Interessanteste, was wir gemacht haben. Der Cobblestone, der generiert wird, kommt hier rein. Wird zu Sand und zu Gravel. Gravel kommt hier in die Kiste und dann ins ME-System. Und der Sand geht hier hinüber und geht hier rein und wird zu Silikon. Und das Silikon geht auch ins ME-System. Dann fragt euch, was machen wir mit dem Silikon? Das ist dieses ganze Ding hier oben und zwar eine Inscriber-Farm. Das Einzige, was wir da noch nicht in Betrieb haben, ist das Engineering.
Sprich, das mit den Diamanten, das Beste. Das muss ich nächstes Mal noch machen irgendwann in der Folge. Aber was wir hier alles gemacht haben, ist einmal das hier und dann natürlich die Vorgänger davon. Also die Dinger da oben hier. Hier kommt einmal, wird einmal das hier erzeugt. 64 ist schon voll, nice. Alles, worauf es halt wartet, ist das Silikon. Das muss man nur noch schneller machen. Muss man den Import-Bus zum Beispiel noch schneller machen. Da habe ich, glaube ich, noch irgendwo eins, was ich da gerade eben mal drüber geben kann. Acceleration Card, genau die hier zum Beispiel, die braucht man hier gar nicht. Dann kommt das nämlich einfach mal hier ran, beide Stück. Dann kann ich noch ein paar mehr machen, ruhig, damit das hier schneller läuft. Und das Teil hier ist auf einen Round Robin gestellt mit dem Item Conduit. Sprich, das geht gleich rüber in das hier, also wird gleichmäßig aufgeteilt in das hier und in das hier. Und hier entstehen dann eben die anderen Dinge. Redstone kommt auch noch dazu. Sprich, wir kriegen alle Prozessoren bis auf den besten praktisch die ganze Zeit in unserem E-System gepumpt und die brauchen wir natürlich. Ich habe jetzt vor ein paar Stunden gestreamt und 600 Stück und die anderen Calculation 500 Stück. Das ist doch schon mal ganz nice und das läuft halt im Endeffekt praktisch kostenlos, weil Gold, was, 92.000 und das andere, was wird das gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Aus Pure Zeugs hier. Wo ist es? Pure Surtis Quartz, da 298 noch. Da kann ich wieder ein paar mehr machen eigentlich. Gehen wir mal hin und machen Surtis. Ah, dann habe ich noch Sand hier. Nein, ich habe keinen Sand mehr, gut. Denn den Sand muss ich auch noch nachmachen. Da brauche ich auf jeden Fall ein Upgrade für den Igneous Extruder. Das sind so Sachen, die ich alles noch machen werde eben. Igneous Catalyst, genau. Da kann man nämlich mehr Cobblestones noch machen. Und das ist halt auch noch ganz eine praktische Sache, denke ich mal. Da braucht er halt aber dann, also da muss der Resonant sein, damit das... What the fuck? Warum kommt die denn hier rein? Hä, wo kam die her? Hex? 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 Okay, egal. Interessant. Ja, und so muss es dann halt laufen, dass der ganze Cobblestone dann schneller zu Sand wird und ein bisschen Sand sollte auch in unser E-System kommen, beziehungsweise das muss halt alles noch schneller machen. Da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Sackmills. Den Ignis Extruder kann man noch upgraden und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ne? Ja, und das war eigentlich so das, was wir im Stream gemacht haben. Was jetzt in Zukunft ansteht, darüber wollte ich nochmal reden, sind ganz einfache Sachen. Erstmals mehr Draconium holen, dann natürlich Mob Souls, das kann ich mal machen, während ich erzähle. Ah, lass mich vorbei. Okay. Mob Souls, denn die Mob Souls brauche ich für den Resurrection Stone, damit ich den Ender Dragon neu beschwören kann, denn der ist ja schon tot, der Gute. Aber den kann man wiederbeleben. Ich höre eine Wither Cat. Wo ist die? Wo sind diese Viecher denn? Wie kommen die in mein Haus? Was soll das? Und warum liegt hier überhaupt Stroh rum? Okay, egal. Gut. Ja. Was ich halt brauche, sind jetzt eine Menge Mobs, die ich töten kann. Da ist die Wither Cat. Machst du da? Da können wir noch ein paar Marks killen auch. Das Schwert ist halt schon echt stark, ne? Also plus 40 Attack Damage. Und dann halt nochmal AOE Damage und das Leben, beziehungsweise der Damage von den Gegnern. Ich glaube, was ist es? Ja, das Leben von den Gegnern wird auch nochmal dazu gerechnet zu dem, was ich an Schaden hinten mache. Halt eine saucoole Sache eigentlich. Aber was ich halt wie gesagt brauche, sind Mob Souls. Ich weiß, dass der Debitor die schon bekommen hat. Ich muss schauen, wie der die bekommen hat. Denn ich brauche die halt auch für den Resurrection Stone, damit ich den Enderdrachen neu beschwören kann. Oh, hier gibt es eine Wasserrutsche. Cool ist das denn? Von DecoCraft. Mit DecoCraft werde ich, glaube ich, auch ein bisschen was machen. Das ist auf jeden Fall cool. Guck mal, kann man hier raufklettern? Nee, hier muss man hochspringen und dann kann man... Hui, runterrutschen. Das ist aber cool. Gut. Aber ja, das war's so im Prinzip. Das Schwert sieht auch so cool aus, finde ich. Und damit werde ich dann halt den Kampf gegen den... Also ich zeige mal ganz kurz, das schießt automatisch, ne? Da muss ich nicht loslassen oder irgendwas. Ihr hört kein Klicken. Und das kann man noch umstellen auf Sharpshooter. Dann zoomt man näher rein und dann kann man besser zielen und dann macht das auch mehr Damage, glaube ich. Beziehungsweise die Pfeile fliegen halt auch direkt dorthin, wo man hinzielt, ohne Drop. Und deswegen ist der Bogen eigentlich der stärkste im Spiel, glaube ich. Also der nicht der stärkste im Spiel natürlich, sondern es gibt einen, der noch stärker ist. Aber den kriegt man eben, indem man diesen hier upgradet. Also kann man gut sagen, ist der stärkste Bogen im Spiel. Ja, wie gesagt, ich muss eine Menge Mobs töten für die Mob Souls. Wenn ihr da Vorschläge habt, dann schreibt gerne in die Kommentare, wie ich das machen kann. Weil ich mir nicht so sicher bin, wie ich am besten die Mobs kill, welche Mobs ich am besten kill. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die bekomme... Oh, da haben wir eine. Nee, das ist eine Trophy. Shit, ist ziemlich niedrig, wie gesagt. Aber ich werde weiterhin Marks töten. Aus dem Grund, dass der Server total leckt, wenn die da sind. Und deswegen spawne ich auch keine mehr, weil das auch sicher so viele gefragt haben. Ja. Also, ich brauche Mob Souls. Ich weiß nicht, haben Zombie und Mondado vielleicht Mob Souls? Ich kann mal die Viecher von denen töten, ne?
Was ist denn hier eigentlich? Sewer. Machen wir die mal weg hier alle. Vielleicht ist es dann im Mobsold, aber die nehmen die, also die spielen ja nicht mehr mit, die zwei. Und haben gesagt, man darf sich alles von denen nehmen, was man braucht, was man haben will. Und das werde ich natürlich auch tun. Ja, aber wieder keine Mobsold, aber die Dinger sind halt echt richtig, richtig selten. Ja, vielleicht hat der Debitor noch welche, aber ich kann bei ihm nicht nachgucken, weil der vorproduziert hat. Also wird das bedauerlicherweise nichts. Wie kann ich mich hier rausnehmen? Ich will hier was rausnehmen. Ah. Ich klaue den alle Steaks. So, meine Steaks. Gut. Das war aber so in etwa die Folge. Wie gesagt, ich wollte sie kurz halten, damit ich ein bisschen Zeitausgleich mache. Weil ich will ja trotzdem noch immer fair bleiben, was das betrifft. Und nehme ich mir noch das ganze Zeug hier raus. Geh mal eben nochmal kurz hier hin, wegen den Kühen. Tu da mal das Fleisch rein. Das hier und dann einmal das hier. Und dann begeben wir uns auf den Weg nach unten. Was ich ganz kurz nochmal gucken wollte. Okay, ja. Auf den Weg nach unten. Auf geht's. Und packen alles ins ME-System. Außer das, was wir brauchen für das Ritual. Wobei, eigentlich kann ich das auch reintun, weil wir werden es bis nächstes Mal eh nicht haben. Gut. Aber ansonsten war es eigentlich echt. Wie gesagt, was jetzt ansteht, ist auf jeden Fall Draconium. Zeugs machen, upgraden, alles mögliche, RF-Tools und dann das Haus fertig kriegen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Wir sehen uns heute um 16 Uhr bei Titan, morgen um 13 Uhr bei einem anderen Video, was aber auch cool wird, hat mit Varo zu tun, Spoiler, Spoiler. Und ja, bis morgen, haut rein, tschüss.